Die Runde 12 beginnt da oben in der Lücke. Das heißt, wir brauchen da, würde ich sagen, drei, vier Kettmaschen, um uns da in die Mitte zu schummeln. Drei, ich steche die da immer nur hinten ein. So, mit der vierten Kettmasche bin ich nun in der Lücke. Und nun 1, 2, 3 anstelle des ersten Stäbchens und zwei ganze Stäbchen. Und drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und nun auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und dazwischen immer eine Luftmasche. Also, auch wieder aufpassen, dass du wirklich beim allerersten beginnst und du solltest schon zählen, dass das wirklich 14 werden. Also Stäbchen und Luftmasche, Stäbchen und Luftmasche. Das sollten immer wirklich 14 Stäbchen sein. Zähl das bitte nach, denn sonst kriegst du ein Problem bei den späteren Reihen. Sonst geht sich dann das Muster irgendwie nicht aus. Also einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und eine Luftmasche. Also immer eine Luftmasche Abstand zum nächsten Stäbchen. Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Nach dem letzten Stäbchen kommen dann wieder die fünf Luftmaschen. Jetzt zähle aber bitte, ob du wirklich 14 hast. Wenn du eins zu wenig hast, hast du da am Anfang zu spät begonnen. Das kann passieren. Also 2, 4, 6, 8, 10, 14 Stäbchen, korrekt. 5 Luftmaschen und in die nächste Lücke, da in diese Spitze, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also ich weiß nicht, ob diese Häkelnadel das ganze Deckchen durchhalten wird. Die macht schon so, die zeigt schon ein bisschen, die schwächelt. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen und wieder auf jedes Stäbchen. Achte darauf, da wirklich das erste Stäbchen versteckt sich da nämlich ein bisschen, dass du da wirklich das erste erwischst, sonst hast du nämlich dann ein Stäbchen zu wenig. Ja, also ich fürchte diese Häkelnadel, da werden wir schauen. Stäbchen und Luftmasche. Luftmasche. So, da brauchst du mir nicht zuschauen dabei. Also diese Runde ist sehr einfach, wenn sie auch sehr viele Maschen hat. Immer die Luftmasche nicht vergessen nach dem Stäbchen. Diese Stäbchengruppe sollen ein bisschen Abstand haben zu den anderen Stäbchen, also immer zum nächsten Stäbchen. Also es sollte ein bisschen, du siehst, die haben da ein bisschen mehr Abstand. Und so soll es auch sein. Ich hoffe, ich habe dann noch eine Zweier-Häkelnadel, falls diese, 1, 2, 3, 4, 5, falls diese den Geist aufgibt, weil die schaut mir schon ein bisschen ermüdet aus. So, also und so weiter. Und die Runde 12 endet. Du hast es erraten.
mit 5, also nach diesen Stäbchen, nach den vielen Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, eine Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche vom Anfang. So.